Morgen! Fluorid ist giftig und Fluorid ist wichtig. Was stimmt denn nun? Ein Thema, was schon häufiger gewünscht wurde und ich nun dazu recherchiert habe. Ganz wichtig vorneweg, ich habe mich dabei ausschließlich auf neutrale und wissenschaftliche aktuelle Literatur gestützt und keine unseriösen Quellen genutzt. Einfach um den Stand der Wissenschaft abzubilden. Und da kann ich schon vorgreifen, da gibt es kein Schwarz oder Weiß und damit können alle Fanatiker und die Menschen, die eben nicht fähig sind in Graustufen zu denken und die goldene Mitte zu finden, schon mal abschalten. Weil es wird weder als komplett ungefährlich noch als nutzlos deklariert. Generell kann man sagen, im Bereich der Spurenelemente, also Elemente der Erde, die natürlich vorkommen, damit auch in kleinsten Mengen im Körper, dass diese meist irgendeine Funktion und damit irgendeinen Sinn haben. Aber ich habe das schon häufig wiederholt, wir sind, was den Menschen als ganzheitliches Wesen zu erfassen, noch in den Kinderschuhen. Entsprechend überblickt man noch nicht vollends die Wirkung verschiedener Spurenelemente und ist in der Wissenschaft darauf angewiesen, die Wirkung nur dann benennbar zu machen, wenn Mangelerscheinungen damit assoziiert werden können. Wir haben im Körper viele Spurenelemente, die wir aufnehmen, wie Strontium, Fluor, Vanadium, Aluminium, Bor, Lithium, Nickel, Silizium und so weiter, deren Funktion wir noch kaum oder gar nicht verstanden haben. Was wir wissen, wenn wir von einem Spurenelement zu viel haben. Und daher werden viele Spurenelemente wie auch Aluminium oder eben auch Fluorid oft ausschließlich negativ abgespeichert, da man eben nur die eine Seite der Medaille kennt, weil sie leichter festzustellen ist. Aber in Tierversuchen wurde zum Beispiel auch gezeigt, dass zu wenig Aluminium zu Fehlgeburten und Wachstumsverzögerungen dass das daraus resultiert. Die Quelle übrigens dieses interessanten Faktes ist übrigens das Buch von Herrn Dr. Leitzmann, Ernährung des Menschen, was ich unten auch mal verlinkt habe. Meiner Meinung nach eine ganz seriöse Quelle, auch von einem sehr veganfreundlichen Wissenschaftler, der also wirklich versucht echt offen zu sein. Doch darüber spricht keiner, dass sich Angst und Panik besser verkaufen lässt. Und das ist das auch, was die Leute meistens hören möchten. Dass da alles nur noch die Gier nach schlechten Nachrichten und der Wunsch seinen Schmerzkörper, wie Eckhart Tolle das immer sagt, zu nähren. Und natürlich gibt es schlechte Nachrichten, wenn wir uns in der denkenden Welt befinden. Ich muss da auch hin und wieder berichten und mache das natürlich auch. Aber ich versuche in meinen Videos immer direkt zu relativieren und betone, dass man sich nicht verrückt machen sollte. Aber es ist schon bezeichnend, dass schlechte Nachrichten und angsteinflößende Themen auch auf meinem Kanal immer mehr geklickt werden, als wenn ich zum Beispiel Videos veröffentliche, in denen ich die goldene und meist harmonische Mitte vorstelle. Ohne Panik, ohne Angst. Es gibt Menschen, die werden ihr Leben lang leiden, eben weil sie aus diesem Kreislauf der Negativität nicht mehr herauskommen. Und diese Menschen werden auch jetzt in diesem Moment mich verdammen, dass ich nicht endlich die Gefahren von Fluorid aufzeige. Aber keine Angst, das kommt noch. Erstmal generell zu Fluorid. Fluor ist wie gesagt ein Spurenelement, was natürlich in der Nahrung und auch in der Erdkruste vorkommt. Meist liegt der Fluorgehalt bei unter 1 Milligramm pro Kilo zugeführter Nahrung. Das ist gar nicht so unterschiedlich bei den verschiedenen Nahrungen. Es gibt Unterschiede, aber generell mal zu merken, unter 1 Milligramm pro Kilo Nahrung. Wenn Fluor ein Elektron eines anderen Atoms oder Moleküls aufnimmt, dann wird daraus das negativ geladene Fluorid. Das ist also der Zusammenhang. Also Fluorid ist nichts anderes als Fluor und ein Elektron. Die Aufnahme im Körper geschieht rasch und wird insbesondere von harten Substanzen wie von Knochen und von Zahnschmelz absorbiert. Weiterhin wird eine starke Korrelation zwischen Fluoridaufnahme und Exkretion im Urin beobachtet. Das bedeutet, dass Fluorid, was nicht benötigt wird, ausgeschieden wird. Bis zum gewissen Maße. Also nur wenn man das in gewissem Maß bedeutet, dass Fluorid nicht im Übermaß konsumiert wird. Dann greifen diese Puffer und Reinigungssysteme des Körpers nicht mehr und Fluorid wirkt in der Tat toxisch, genau wie zum Beispiel auch Vitamin D. Der Körper eines normalen Menschen enthält ca. 2 bis 6 Gramm Fluor. Die Funktionen des Fluors bzw. des Fluorids sind wie gesagt analog anderer Spurenelemente noch nicht komplett herausgefunden. Was man aber weiß ist, dass Fluorid als Ersatz von Hydroxylgruppen die Löslichkeit des Zahnschmelzes verhindern. Weiterhin kommt es nachgewiesenermaßen auch zu einer Hemmung der Säurebildung am Zahn durch Verminderung bakterieller Enzymtätigkeit im Zahnbelag. Weiterhin ist auch der aktuelle Stand der Wissenschaft, dass Fluor zu einer Remineralisierung durch Bindung von Calcium und Phosphat aus dem Speichel führt.
Aufgrund dieser remineralisierenden und schützenden Funktion hat man auch Studien und Forschungen in Auftrag gegeben, die selbige Effekte für die Knochengesundheit bestätigen sollten. Da allerdings habe ich widersprüchliche Studien und fundierte Forschungen gefunden und kann da nicht von einem wissenschaftlich getragenen Konsens sprechen. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt würde ich über die Knochengesundheit und Fluor keine explizit positiv korrelierende Aussage treffen wollen. Ausgehend aus dem, was ich jetzt gelesen habe. Wie eben bei allen Spurenelementen kann man nur eine Aussage treffen, wenn man zu wenig Fluor bzw. eine Aussage vermuten, sage ich erstmal, da wir hier wirklich bei den Spurenelementen im niedrigen Grammbereich agieren. Es wurde jedenfalls in Tierversuchen zum Beispiel festgestellt, dass eine sehr gering fluorhaltige Nahrung im Verhältnis zu einer viel fluorhaltigen Nahrung zu vermindertem Wachstum als auch einer reduzierten Lebenserwartung führt. Auf den Menschen bezogen lässt man sich aber wissenschaftlich korrekt da nicht zu einer Aussage hinreißen, da vermutet man, ne? Da man ja nicht einfach Tierversuche unreflektiert auf den Menschen übertragen kann. Kommen wir mal zu den Gefahren. Die Gefahren des Fluor beginnen bei einer täglich dauerhaften Verzehrmenge von über 10 Milligramm, denn dann kann es zu einer sogenannten Fluorvergiftung kommen. Dann werden quasi reichlich Enzyme deaktiviert, deren Fachbegriffe ich Euch einfach mal an der Stelle erspare, und wie wir aber aus vorangegangenen Videos wissen, sind Enzyme für uns von immenser Bedeutung, weil diese oft erst dazu führen, dass der Stoffwechsel überhaupt erst in Gang kommt, eine Aktivierungsenergie bereitstellen. Da auch immer wieder die Empfehlung, möglichst unverarbeitete Nahrung zu sich zu nehmen und eben auch nicht zu erhitzen, weil da auch die Enzyme in der Nahrung zerstört werden, die aber bereits im Mund und bei der Einspeichelung der Nahrung biokatalysierenden Effekt haben. Eine massive Fluoraufnahme zerstört aber nicht nur die Enzyme, sondern hat auch einen Einfluss auf die Genexpression. Also Genexpression, das ist das, wenn wir aus den Genen, also unserem Erbgut, Informationen für unseren Körper rauspicken. Und jeder wird nachvollziehen können, dass wenn diese Informationen in irgendeiner Weise verfälscht werden, dass dies ziemlich heftig enden kann. Weiterhin ist auch ein Übermaß an Fluor für die Zähne schädlich, denn dann kommt es zu einer sogenannten Dentalfluorose. Dabei verfärben sich die Zähne und die Zahnsubstanz kann sogar angegriffen werden. Aber nur für alle die denken, oder für alle die jetzt denken, oh, meine Zähne sind verfärbt, das kommt bestimmt vom Fluor. Diese Dentalfluorose ist fast nur bei Kindern bis 9 Jahre zu beobachten. Was ist denn nun von der Wissenschaft daraus die abgeleitete empfohlene Tagesdosis für Fluorid? Wenn man alle Richtwerte der seriösen und wissenschaftlichen Publikationen zusammenfasst, die durchaus unterschiedlich sind, kommt man so über den Daumen gepeilt für Männer auf 4 Milligramm und für Frauen auf 3 Milligramm pro Tag. Und wenn wir vor uns noch gesagt haben, dass man pro Kilo Lebensmittel fast immer unter 1 Milligramm Fluor zu sich nimmt, bedeutet das, dass wir täglich mindestens 4 bis 5 Kilo Nahrung zu uns nehmen müssten. Das ist sicher für den einen oder anderen normal, gerade wenn ich an die High-Carber und sportlich aktiven Menschen denke, aber das Gros der Deutschen nimmt nicht so viele Nahrung auf. Glücklicherweise haben wir noch das Trinkwasser aus der Leitung oder das Mineralwasser aus dem Supermarkt, was im Schnitt auch ca. 1 Milligramm pro Liter aufweist. Wenn also jemand seine 1 bis 2 Kilo Nahrung und seine 3 bis 4 Liter Leitungswasser trinkt oder 2 bis 3 Kilo Nahrung und 2 bis 3 Liter Leitungswasser trinkt, dann liegt er wahrscheinlich ganz gut im Rennen, was den Fluorgehalt angeht. Weiterhin ist für die Zahngesundheit keine Fluoridbeigabe notwendig. Eine ausreichende Zahnpflege und gute Mundhygiene erscheint aus wissenschaftlicher Sicht ausreichend. Es muss kein Fluorid in die Zahnpasta. Der Durchschnitt der Deutschen hat aber ausgehend von diesen Werten dennoch einen Fluoridmangel. Allerdings ist die Frage, ob dieser Mangel, der ja de facto nur aus Zahlen und Zahnproblemen sichtbar wird, ein wirklicher Mangel ist. Da zum einen die fehlende Zahnhygiene ein Grund dafür sein könnte oder eben nur eine von Wissenschaftlern errechnete Zahl nicht stimmig ist. Man kann da keine sichere und abschließende Aussage zum aktuellen Zeitpunkt treffen und vor allem auch nicht ohne die Mundhygiene des Einzelnen zu kennen. Aber wer sich früh und abends die Zähne putzt, auch ohne fluoridhaltige Zahnpasta, 3 bis 4 Liter Wasser pro Tag trinkt oder 1 bis 2 Kilo Nahrung zu sich nimmt, ist, denke ich, aus meiner Sicht und aus meiner Recherche auf der sicheren Seite. Aber auch fluoridhaltige Zahnpasta ist meiner Ansicht nach und nach meiner Recherche im aktuellen wissenschaftlichen Konsens
absolut bedenkenlos. Und für Wenigesser und Wenigtrinker oder für Menschen, die nur einmal täglich die Zähne putzen, sogar zu empfehlen. Also nicht verrückt machen lassen, ob in eurer Zahnpasta Fluorid drin ist oder nicht. Am Ende nur einmal der Hinweis: Wenn ihr euch natürlich pflanzlich mit einem hohen Anteil an unverarbeiteter Nahrung ernährt, dann müsst ihr euch um Spurenelemente und Mineralstoffe genauso wenig Sorgen machen wie über Vitamine und Aminosäuren. Wenn ihr einfach den ganzen Tag Gemüse, Wildgrün und auch Obst esst, dann landet ihr immer bei den optimalen Werten. Ich kann das nur nach 1,5 Jahren, sage ich mal, Tracking und Beschäftigung mit dem Thema Ernährung ganz deutlich sagen. Wie gesagt, ihr habt jetzt die genauen Zahlen und könnt für euch individuell bestimmen, ob ihr tendenziell über- oder unterversorgt mit Fluorid seid. Beides ist im gewissen Rahmen nach aktuellem Stand der Wissenschaft und nach normalem Menschenverstand, weil es ein natürliches Spurenelement ist, was überall vorhanden ist, kein Problem. Wenn sich da was ändert, und das ist immer möglich, dann werde ich das natürlich euch mitteilen. Zumindest im aktuellen wissenschaftlichen Konsens. Der natürliche Menschenverstand passt sich zwar manchmal auch an, aber ist eigentlich grundlegend schon immer gleich gewesen. Um das dann zu erfahren, müsst ihr mich allerdings natürlich abonniert haben. Also wenn ihr das noch nicht getan habt, dann hier oben links das Abo für aktuelle Neuigkeiten und Forschung zum Thema Gesundheit und Medizin. Tägliche Penetration eures Geistes, dafür stehe ich mit meinem Namen. Macht's gut, Euer Christian. Tschüss.